Hallo und herzlich willkommen zu dieser Mod-Vorstellung. Ich stelle euch eine Mod vor, die es natürlich nur für den PC gibt, für Transworld 4, für den Intercity Steuerwagen, für das Expert-DLC. Der gute Age Enjoyer, Link dazu ist in der Videobeschreibung, hat eine Mod veröffentlicht, bei der es so ist, dass die Intercity-Wagen, dass da zusätzliche Wagentypen mit jetzt im Spiel drin sind. Was das genau heißt, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Hier dieser Zugverband auf der linken Seite, das ist der, den ich jetzt individuell mal zusammengestellt habe im Formations Designer. Rechts ist einfach ein Vanilla-Zugverband. Ne, das ist dann praktisch der BPMMBDZF. Ne, da habt ihr es. Und der hatte ja diesen modernisierten, das ist der modernisierte Großraum zweite Klasse Steuerwagen. So, und jetzt gibt es als neuen Steuerwagen in diesem Sinne, gibt es den BPMMBDZF. Also ihr seht, der Unterschied ist, da ist ein M weniger. Dieses zweite M steht nämlich dafür, dass es modernisiert ist. Und das ist die unmodernisierte Variante. Und ihr seht, da ist nämlich das alte Sitzpolster drauf. Ich finde das ja ganz, ganz toll. Ne? Also zweite Klasse. Wir können einfach, glaube ich, mal kurz reinfliegen. Zweite Klasse Großraumwagen. Steuerwagen, und zwar unmodernisiert, einfach in diesem Sinne mit ausgetauschten Texturen. Aber das ist noch nicht alles. Da gibt es nämlich noch viel mehr. Das ist ja nämlich nur der Steuerwagen. Und jetzt gehen wir mal dahin, wo es wirklich interessant ist. Das hier ist jetzt ein BPMMZ. Das ist ein zweite Klasse Großraumwagen, der jetzt neu dazugekommen ist. Wisst ihr was? Wir machen das lieber so, dass wir einfach mal durch den Zug durchlaufen. Das ist, glaube ich, deutlich angenehmer, als wenn ich mit der Kamera rumfliege. Ich muss allerdings einmal die Türen freigeben. So. Damit auch die Türen wirklich aufgehen. Müsste, glaube ich, soweit passen. Genau. Genau, also hier haben wir praktisch den zweite Klasse Steuerwagen, Großraumwagen. Auch hier können wir es natürlich hinsetzen. Sieht wirklich sehr toll aus. Passt auch übrigens sehr, sehr gut dann zur linken Rheinstrecke, wenn man da mal entsprechende Repaints da noch hat. Sieht wirklich ganz toll aus. Dann gehen wir mal in den nächsten Wagen rein. So, einmal hier rein in die gute Stube. Das ist der BPMZ. Das ist der zweite Klasse Großraumwagen unmodernisiert. Ne? Also auch mit diesem alten Sitzpolster. Das ist kein Repaint für die linke Rheinstreckewagen. Ne? Das sind wirklich die 101 Expertwagen, die hier angepasst worden sind. Also wirklich cool gemacht. Wir gehen mal in den nächsten Wagen. Da gibt es nämlich noch einiges mehr zu genießen. Türen auf, Türen auf, Türen auf. Tür geht nicht auf. Gut, dann gehen wir halt so einmal durch. Ich dachte, ich hätte die Tür freigegeben. So, hier steht erste Klasse drauf. Ich glaube, das ist aber gar keine erste Klasse, sondern das hier ist... jetzt komme ich leider nicht aus dem Wagen raus. Moment, wir machen das anders. Also das ist zweite Klasse Abteilwagen. Ne, wir haben im TSW haben wir eigentlich nur erste Klasse Abteilwagen bisher gehabt. Das ist jetzt im Grunde genommen zweite Klasse Abteilwagen. Wir können uns das einmal von außen noch angucken. Und zwar ist das dann... ich würde gerne zum zweiten Wagen springen. Aber das geht jetzt logischerweise nicht. Aber so, jetzt geht das. Genau, jetzt habe ich die freie Kamera. Das ist dann hier dieser dritte Wagen. Der heißt BVMZ, also zweite Klasse Großraum... Abteilwagen. Und zwar unmodernisiert. Da sitzen wir. Ich würde sagen, wir stehen auch mal wieder auf. Und gehen mal wandern weiter in den nächsten Wagen. Also, dass hier noch erste Klasse steht, das einfach ignorieren. Ich weiß gar nicht, ob sich das ändern lässt oder es einfach nur vergessen wurde. Aber genau, also das ist eigentlich ein zweite Klasse Wagen. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, wenn jetzt hier einfach erste Klasse draufsteht. Wir wandern weiter in den nächsten Wagen. So, hier steht erste Klasse drauf. Genau, das ist der Standardwagen, der mitgeliefert wird. Erste Klasse Abteilwagen. Na, auch hier. Der ist ja einfach so, der ist ja von vornherein mit dabei, dieses Fahrzeug hier, dieser Wagen, das ist der BVMMZ. Ah ne, Moment, das ist zweite Klasse. Stimmt, das ist zweite Klasse. Also auch das ist ein neuer Wagen tatsächlich, denn was wir nur haben, ist der BPMMZ, also der Großraum zweite Klasse Wagen. Und jetzt haben wir einen BVMMZ, also sprich einen Abteilwagen der zweiten Klasse. Wir wandern weiter und gucken uns den nächsten Wagen an. Einmal durchgehuscht.
Und das ist der standardmäßige Wagen, genau. Der wird einfach mitgeliefert mit dem 101 Expert. Habe ich auch einfach mit dran gehängt, nur so, damit man nochmal den Kontrast sieht. Also, das ist Vanilla, was ihr seht. Das ist keine Mod. Der einzige zweite Klasse Wagen, den wir haben. Und jetzt gucken wir uns die erste Klasse Wagen mal an. Der erste Wagen, das ist der, der ebenfalls Vanilla mitgeliefert wird, ne? Also, den hat jeder von euch. Das ist einfach erste Klasse Großraumwagen. So. Auch das, wie gesagt, hier Vanilla. Wir laufen einmal schnell durch. Nur damit man den Kontrast sieht, habe ich den angehängt. Und jetzt gehen wir mal zum nächsten Wagen, denn das ist jetzt wieder eine Mod. Das ist nämlich erste Klasse Großraumwagen, aber unmodernisiert. Mit dem alten Sitzpolster, mit diesen ganz gemütlichen ja, Sitzreihen. Wirklich ganz gemütlich. Ich gucke gerade, welcher Wagen ist das? Das ist der nicht. Der ist das auch nicht. Das ist der Vanillawagen, nämlich der AVMMZ. Und jetzt haben wir einen APMZ. AVMZ, entschuldigt. AVMZ. Genau, das ist der Wagen AVMZ. Der ist jetzt auch neu als Mod dazugekommen. Kann man sich da also in seinen Zugverband einfach reinhängen. Auf der Seite der Mod-Beschreibung stand auch, dass sie sogar zufällig in den Fahrplan hineinswappen. Ich habe das selbst bisher nicht ausgetestet, aber wenn das passiert, wenn das der Fall wäre, wäre das natürlich super cool. Und dann haben wir auch jetzt neu, hier nicht verwirren lassen von diesem zweite Klasse-Sticker, den erste Klasse Großraumwagen. Und das sieht auch wirklich cool aus, oder? Setzen wir uns mal hier hin. Oh, das ist schon schön. Ich glaube, das passt zwar nicht so 100% hier mit den Seiten, glaube ich, die Modelle. Ah, bin ich mir nicht sicher. Aber es sieht trotzdem unfassbar cool aus. Ne? Also dafür, dass es nur dann, dass man hier so ein bisschen mitfährt oder dass es nur eine Vorbeifahrt ist, schon sehr, sehr cool. Hier ist ein bisschen was mit der Collision nicht ganz richtig. Wir kommen hier nicht mehr weiter. Ne? Kann ich vielleicht. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, dran. Ja, genau, ich habe mich dran vorbeigemogelt. Jetzt das gleiche hier wieder. So, einmal wieder aufstehen. So, jetzt habe ich mich an die Collision vorbeigemogelt. Nächster Wagen. Das ist der modernisierte erste Klasse Großraumwagen. Auch der ist neu, den haben wir ja nicht. Was wir ja nur haben im TSW, ist der erste Klasse Abteilwagen modernisiert. Und der ist jetzt neu. Jetzt muss ich mich wieder durchmogeln. Genau, so einmal vorbeigeflogen an die Collision. Und hier das gleiche Spiel nochmal. Zack. Einmal aufgestanden. So. Und genau, das war's. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus, ne? Ja, ich glaube, das mit der Türfreigabe hat nicht ganz funktioniert. Aber auch hier können wir uns natürlich hinsetzen. Ich sagte, auch hier können wir uns hinsetzen. So, jetzt können wir uns natürlich auch hier hinsetzen. Huch, das passt nicht ganz mit der Sitzposition. Ja, aber trotzdem, ja, jetzt passt das. Schon eine coole Sache, ne? Also, Mod ist in der Videobeschreibung drin. Wie gesagt, ihr könnt euch einfach im Formations Designer selbst den Zug so zusammenbasteln. Das funktioniert alles ohne Abstürze und so weiter und so fort. Und wenn das aber auch wirklich stimmt, dann kommt das Ganze auch zufällig in den Fahrplan hinein. Wisst ihr was? Wir können das eigentlich auch mal einfach mal austesten. Ich mache mal an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und starte einfach mal einen Fahrplan und dann hole ich euch gleich wieder rein und dann gucken, ob das geklappt hat. Also was schon mal im Menü ganz interessant ist, da ist es tatsächlich so, da können wir den BPM MBDZF Expert auswählen als Zugverband. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal und schauen dann, was passiert, ne? Also gucken wir mal. Okay, also folgendes, ich habe es jetzt ein paar Mal auf Dresden-Riesa und auf Salzburg-Rosenheim versucht, aber das hat jetzt nicht geklappt. Was man machen kann, ist mit dem unmodernisierten Steuerwagen auf jeden Fall spawnen. Das funktioniert, der Zugverband dahinter ist aber immer der Vanilla-Zugverband. Also das scheint noch nicht ganz zu klappen, aber vielleicht kommt das ja noch. Und wie gesagt, man kann sich ja auch das Ganze selbst im Zugverband-Designer zusammenstellen. Das funktioniert ohne Probleme, kein Abbruch, nichts. Also so viel zu der Mod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, weil es sehr viel Variabilität in den Simulator mit reinbringt. Und ja, das macht das Ganze einfach noch interessanter, mit verschiedenem Wagenmaterial zu fahren und halt nicht immer mit dem gleichen BPMMZ und AVMMZ, sondern halt eben entsprechend auch mal unmodernisiert und mal Großraum und mal Abteil, so wie auch in echten Intercities zumindest es früher auch der Fall war, dass das Ganze ja sehr, sehr bunt gemischt war mit noch vielen anderen Wagengattungen. Aber wer weiß, vielleicht kommen ja dazu auch noch irgendwann weitere Wagen zu bekommen.
Gut, das war's dann dazu. Kommentare gerne dazu in die Videobeschreibung. Ansonsten lasst gerne dem Ersteller der Mod einen Daumen nach oben da auf der Mod-Page. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.